Ganz zum Schluss tippen wir noch den Spieltag. Das machen alle Spieler hier. Ich kann noch mal auflösen. Ivo Iličević letzte Woche mit 4 Punkten liegt da ganz gut dabei im Mittelfeld. Unangefochten vorne noch Dennis Aogo. Das heißt heute Dennis gegen Dennis. Du kannst das besser machen. Ich mach das. Klare Ansage, fangen wir an. Freitagabendspiel heute Abend. Mainz gegen Stuttgart. 1-1. 1-1. Dortmund gegen Wolfsburg. 2-1. Werder gegen Köln. 3-0. Dein alter Verein, ne? Genau. Darf man als HSV-Fan, muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber in dem Fall ist es. Ich habe die ganze Jugend in Bremen gespielt, ne? Und habe ja schon immer gesagt, die Zeit vergisst man nicht. Aber Pizarro auch wieder dabei, genau. Der war ja wackelig. Nürnberg gegen Freiburg. Puh. Nicht ganz leicht, ja. 1-0. Hoffenheim-Kaiserslautern. 1-0. Hertha gegen Gladbach. 0-1. Ja, in Leverkusen gewinnt ihr, oder? Na klar, 0-2. 0-2 und Hannover gegen Schalke. Jetzt kommen die ganzen international. Hannover sensationell gestern, ja. Hast du es gesehen? Tor von Stindl. Habe ich gesehen, also war nicht schlecht, aber 1-1. Und dann haben wir noch Augsburg gegen Bayern München. 0-4. 0-4, klar. Bayern übermächtig anscheinend, auch bei dir. Merkt man ja im Moment, ne? Ja. Die sind gut drauf. Das war's schon, Dennis. Vielen Dank.